die Herr Lippitt gemacht wird, hat, an Kindern etwa vornehmen, dass da andere Ergebnisse dabei herauskommen. Das ist aber nicht gemacht worden. Also ich denke schon, wir sollten zu einer Zusammenarbeit kommen. Und dann wird sich zeigen, dass wir tatsächlich kausale Erklärung mit finale Erklärung, etwa so wie ich es hier angedeutet habe, miteinander versöhnen können. Und dass ein Determinismus, wie er als Schreckensgespenst etwa seit Newton in den Köpfen herumschwirrt, dass ein solcher Determinismus gar nicht mehr zu begründen ist. Warum? Die Kausalität würde ja bedeuten, dass alles, was geschieht, aus deinem allerersten Ursprung der Welt heraus erklärt werden können müsste, was wir heute etwa als den Urknall bezeichnen, was schon auch aus Gründen der Quantenmechanik ganz unmöglich ist. Und wenn wir eine Determination hinsichtlich der Finalität uns vorstellen, was man ja auch denken könnte, dann müsste man ein eindeutig bestimmbares Geschichtsziel bestimmen, aus dem alles, was dann geschieht, abgeleitet werden kann. Aber auch das ist nicht zu erkennen, denn wir haben immer nur die einzelnen Lebewesen und die bilden ihre Attraktoren aus, nachdem sie versuchen, ihr einzelnes Leben zu erhalten. Und das heißt, die Systeme, die dann schließlich Lebewesen werden, die entstehen sicherlich kausal. Aber wenn sie dann entstanden sind, haben sie Attraktoren und die bestimmen diese Lebewesen dann final. Beides ist miteinander vereinbar. Und diese wirklich sehr eigenwillige Begriffsbildung eines freien Willens brauchen wir da nicht mehr. Wir sind nicht determiniert, aber unser Wille ist natürlich dadurch bestimmt, dass wir überleben wollen. Und damit nun denke ich geklärt, dass wir dieses Gespenst eines nicht freien Willens, einer Determination, dass wir nur dem zu folgen haben, was eben passiert und dass wir etwa ein moralisches Verhalten gar nicht begründen können, das ist alles Unsinn. Denn natürlich ist es so, dass all die vielen Lebewesen, wie etwa ein Verein, der Staat, die haben alle ein Überlebensproblem und wirken auf uns ein. Sie wollen überleben und wollen, dass wir diesen Überlebenswünschen geneigt sind und dadurch werden wir in unserem Überlebenswillen immer wieder herausgefordert, ob wir das, was andere von uns verlangen, auch tun oder nicht. Und ob wir begreifen, dass wir als Menschen nur in einer Gemeinschaft existieren können. Und wenn wir das begreifen, dann haben wir die Möglichkeit tatsächlich mit dieser Einsicht, dass wir letztlich immer alles auf Existenz, aus Existenzerhaltungsgründen tun müssen, dass wir daraus auch eine Moral entwickeln können, nämlich die der langfristigen Existenzerhaltung. Und dass alles andere, dieser sogenannte dumme Egoismus, eben darauf hinausläuft, dass wir Taten vollbringen, die nur kurzfristig einen Vorteil bringen und langfristig uns aber schaden. Also wenn wir langfristig unsere Existenzproblematik bearbeiten wollen, dann tragen wir Sinn in unser Leben und wir haben allerdings dabei herauszufinden, welches genau diese verschiedenen Attraktoren sind, die in uns angelegt sind. Um mit Sokrates zu sprechen, ist es wichtig, bei dem Weg der Selbsterkenntnis herauszufinden, in welcher Hinsicht wir nützlich für die menschliche Gemeinschaft sein können. Das sagt Sokrates bereits. Und wir würden heute vielleicht hinzufügen, in welcher Hinsicht wir nützlich für die Erhaltung nicht nur der Menschheit, sondern der ganzen Natur sein können. Und dann leben wir sinnvoll und insofern bestimmt durch unser eigenes Wollen. Dankeschön.